Hey mein Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ich habe heute wieder, ich glaube mittlerweile meinen zweiten XXL Make-up Haul. Also ich zeige euch jetzt wirklich gebündelt in einem Video, was ich so die letzten Wochen für mich bestellt und gekauft habe. Und es ist wieder eine ganze Menge geworden. Ich habe hier vier Haufen vor mir liegen, also weil ich bei vier verschiedenen Sachen bestellt habe. Auch wieder Sachen, die man vielleicht nicht so kennt hier bei uns. Fange ich mal mit Colourpop an. Bei Colourpop habe ich jetzt mittlerweile meine zweite Bestellung gemacht. Wie ihr das macht, erfahrt ihr entweder in dem Video, was jetzt schon online ist oder was kommen wird, je nachdem, ich weiß ja nicht, welche Reihenfolge hochgeladen wird. Und zwar hatte ich schon vorher ganz viele von den tollen Lippy Sticks. So sehen die ja aus. Und davon hatte ich, glaube ich, schon 15 Stück bestellt oder so. Und weil ich gerade von den Matten, also wenn ihr da wirklich immer mal in Zukunft bestellen wollt, kann ich am allermeisten die Matten empfehlen. So begeistert bin, habe ich mir dann noch ein paar neue Farben, die jetzt rausgekommen sind, geholt. Und zwar sind das diese hier. Einmal Brink, Contempo, Poison und Oh Snap. Das hier ist jetzt Oh Snap in Matt. Also ich habe mir eigentlich nur Matte bestellt. Und oh, wie ihr schon sehen könnt, es gleitet wirklich so butterweich über die Haut. Die sind auch sehr weich. Dann habe ich mir noch Contempo bestellt. So sieht die Farbe aus. Also ist ein bisschen pinklastiger. Auch alles super schön natürliche Farben. Die Farbe Brink. Also geht schon ein bisschen mehr ins Dunklere rein und ist aber mit so einem leichten Rot-Braun-Einschlag schon. Und dann noch die Farbe Poison. Wo der Name schon sagt, das ist so ein richtig schönes Tiefenrot. Also richtig schön dark. Und ihr seht, die Farben sind so mega deckend. Also die Farben habe ich mir einmal bestellt. Dazu passend gibt es zu ganz vielen Farben auch noch Lip Liner. Braucht man eigentlich nicht, finde ich, so wirklich zu den Matten, weil die sehr gut halten. Aber ich habe sie mir trotzdem einfach nochmal bestellt, einfach weil ich auch momentan gerne mit Lip Liner arbeite und habe mir noch zu anderen Farben, die ich schon habe, die passenden Farben geholt. Und ja, davon habe ich mir auch nochmal 6 bestellt. Den hier hatte ich schon, also 6 bestellt. Und dann habe ich noch 3 Lidschatten bestellt. Einmal die Farbe Bill. Farbe Hanky Panky, sind beides übrigens matte. Auch wunderschön. Und die Farbe Downtown. Dann habe ich mir noch einen Bronzer geholt in Bon Voyage. Das ist einer der kühlen Bronzer da. Aber ich muss sagen, noch habe ich nicht herausgefunden, wie ich mit dieser mußigen Konsistenz wirklich arbeiten soll. So. Und das allerletzte Produkt von Colourpop sind die ganz neuen, die sie herausgebracht haben. Und zwar, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, boah, die muss ich haben. Und ich habe mir insgesamt 10 Farben bestellt. Die kosten, glaube ich, 7 oder 8 Dollar. Also 5, 6 Euro. Von daher habe ich mir gleich alle bestellt. Und sehen könnt ihr, ich habe jetzt 10 davon. Ich habe 4 von den Lippy Sticks. Ich habe 6 von den Lip Linern. Ich habe 3 Eyeshadows. Ich habe einen Bronzer. Das sind knapp 25 Produkte. Ich habe, glaube ich, 123 Dollar bezahlt. Also umgerechnet 110 Euro ungefähr. Für so viele Produkte. Das ist mega. Natürlich, dann muss ich noch Umsatzsteuer jetzt drauf zahlen und Versand halt. Aber das erkläre ich euch im nächsten Video. Und zwar, wow, jetzt muss ich die alle holen. Sind das die tollen, mega neuen, ultra matten Liquid Lipsticks von Colourpop. Oh mein Gott, ich konnte es nicht abwarten, diese Dinge auszupacken und zu probieren. Ich habe auch gerade einen drauf. Und ich kann euch sagen, Leute, holt euch diese Viecher, wenn ihr unglaublich auf Liquid Lipsticks steht, die mega matt sind, sofort antrocknen und super halten. Ich bin hin und weg. Also gerade für den Preis bin ich unglaublich begeistert. Ich würde sagen, ich swatch euch mal 3 Farben. Hier habe ich jetzt die Farbe Midi. Die wird jetzt innerhalb kürzester Zeit wird die super matt. Die sind so deckend, egal ob ich jetzt die dunkle Farbe drauf hatte oder eine helle oder knallig. Mega deckend. So, dann zeige ich euch nochmal die Farbe Donut. Das ist die Farbe Donut. Die ist natürlich jetzt auch, weil ich sie nicht verteilt habe, ein bisschen dicker, deswegen dauert es ein bisschen länger. Wenn ihr es auf den Lippen auftragt, dauert das 3-4 Sekunden, boom, es ist trocken und matt. Dann zeige ich euch nochmal eine krasse Farbe, und zwar die Farbe Lychee. Du passt jetzt auch noch hier in die Mitte rein. Ups, ein bisschen übergemalt, aber naja.
So, das ist jetzt die Farbe Litchi. Und ihr könnt bei den anderen Farben schon sehen, wie sehr matt die sind. Und oh, so mega deckend, so schön. Ich bin einfach nur begeistert. Colourpop wird auf jeden Fall noch einiges in der Zukunft folgen, weil das will ich euch nicht vorenthalten. Das nächste Video wird, wie gesagt, erstmal sein, wie ihr da überhaupt bestellen könnt. Kommen wir zu einer anderen Marke, die ich schon immer mal ausprobieren wollte, aber irgendwie noch nie dazu gekommen bin, was zu bestellen. Und diese Marke habe ich auch immer schon bei vielen, vielen YouTubern aus dem Ausland gehört. Und zwar ist das die Marke Dose of Colors. Aber ich habe mir einfach, weil die Shan XO auch viele von denen hat und ich die immer mal probieren wollte, die Lippenstifte bestellt von denen. Oder nur einen erstmal, weil ich sag mal so, wenn einem der Geruch und die Konsistenz nicht gefällt, dann braucht man auch nicht mehr bestellen. Deshalb bei solchen Sachen, wo die komplett neu für mich sind, normale Lippenstifte, bei Liquid Lipsticks bestelle ich meistens erst alles einmal mit. Aber bei normalen Lippenstiften, da habe ich mich dann wirklich erstmal in eine Farbe reingetraut. Und so sieht die Verpackung aus. Ich finde sie echt total niedlich. Also das Weiß gefällt mir super gut. Und die Verpackung sieht so aus. Super schön. Also wenn man es aufmacht, dass es erstmal silber ist, finde ich total niedlich. Habe ich so noch nicht gesehen. Von daher, die Verpackung hat schon mal einen riesen Pluspunkt bei mir. Das ist jetzt der Swatch auf der Hand. Wie ihr sehen könnt, vielleicht noch nicht hundertprozentig deckend. Und so war er bei mir halt auch auf den Lippen. Aber ich finde die Verpackung, finde ich, so schön. Und die Farbe heißt Playdate. Vom ersten Auftrag war ich jetzt nicht unglaublich hin und weg. Werde ich es aber noch auf jeden Fall weiter testen. Aber in erster Linie ging es mir auch um die Liquid Lipsticks. Und so habe ich mir einmal die Farbe Berry Me geholt. Ich finde bei diesen Liquid Lipsticks die Verpackung so mega schön. Die sind aus dem hochwertigen, ich weiß nicht, Platz, fühlt sich fast wie Glas an, so milchiger Verpackung, wie der weiße Cup, und ich finde die Verpackung so schön. Ich glaube, allein nur deswegen werde ich sie mir wirklich in allen Farben holen. Es gibt, obwohl von denen, glaube ich, gibt es gar nicht so viele Farben. Das ist auf jeden Fall Berry Me und es ist ein schöner, dunkler Beerenton. Und die haben super, super außergewöhnlichen Applikator, so von der Konsistenz her. Und ja, so sieht die Farbe aus, das Berry Me. Das möchte ich persönlich aber auch noch mehr durchtesten. Damit habe ich jetzt noch nicht so super viel Erfahrung machen können. So, der nächste Ton ist Truffle und den wollte ich mir holen, weil das ein richtig schöner, ja, 90er Jahre Steinbraunton ist, worauf ich momentan ja total stehe, falls ihr schon bemerkt habt. So aus. Also ein richtig schönes, kaltes Braun-Nude. Total mega, meine Farbe. Also wie gesagt, die beiden muss ich noch ein bisschen mehr testen, allein die Verpackung aber finde ich so schön. Keine von irgendwelchen Liquid Lipsticks sehen so schön aus von der Verpackung. Von daher, oh, allein in die Verpackung habe ich mich jetzt schon verliebt. So, das war meine Dose of Color Bestellung. Dann meine Nummer 3 Bestellung. Wie gesagt, ich habe 4. Zwei Sachen kommen noch. Dann habe ich meine zweite Bestellung von Glambot schon länger erhalten. Ich habe sie aber extra hier gelassen, damit ich sie euch zeigen kann. Ich habe euch ja schon mal berichtet von diesem tollen Internet-Online-Shop Glambot, der sich darauf spezialisiert hat, gebrauchte Kosmetik, obwohl die, finde ich, fast nie gebraucht aussieht, ankauft günstig und dann wieder verkauft. Natürlich so, dass sie auch ihre Marge haben und dass sie auch Gewinn damit machen, natürlich. Aber so, dass es sich für uns Kunden immer noch super lohnt, um Sachen auszuprobieren, viel, viel günstiger an Markensachen ranzukommen. Und ja, das Glambot-Video, wo es wirklich um diesen Online-Store geht, den verlinke ich euch nochmal nach unten, weil da müsst ihr vorbeischauen, wenn ihr High-End-Make-up liebt und was für günstige Preise bekommen wollt. Nee, gar nicht. Die habe ich gar nicht daher. Die Bobbi Brown, die habe ich noch separat hier hingestellt. Die habe ich bei Kleiderkreise noch mitbestellt jetzt. Die Moisturage, die, weil ich die haben wollte, in Sand. Die ist aber für den Winter, weil sie mir ein bisschen zu hell ist in Sand. Wollte ich nur nochmal sagen, weil bei Kleiderkreise könnt ihr auch sparen. Da habe ich, glaube ich, 20 Euro bezahlt, obwohl die eigentlich 40 kostet. Auf jeden Fall bleibe ich auch gleich bei den Bobbi Brown Foundations. Habe ich mir nochmal 2 kleine Größen gekauft, bei Glambot auch. Und da umgerechnet 4, 5 Euro, also meistens, ich glaube, 7 oder 9 Dollar. Einmal die Moisture Rich Foundation in 2.5 Arm Sand, weil, wie gesagt, die Sand mir ein bisschen zu hell ist. Und dasselbe auch nochmal für die Luminous Moisturing Foundation. Die gibt es hier in Deutschland aber nicht, deswegen habe ich sie mir auch nochmal bestellt. Und das sind auch kleine Glasflaschen, jeweils mit, ich glaube, 15 Milliliter. Für mich alle mal reichen, die werde ich wahrscheinlich auch nicht aufbrauchen, so viel Make-up wie ich einfach habe. Die Verpackung von Glambot übrigens, deswegen habe ich es aufbewahrt extra für euch, finde ich ganz niedlich, kommt so an, wie irgendeine gefährliche Ware, wie evakuiert, abgesperrt, total niedlich, Glambot mit so einem kleinen Gesicht da drin und die ist dann nochmal in so einem
gepolsterten Umschlag drin, also super, super fest und sicher eingepackt. Und dann habe ich mir einen Lippenstift bestellt, von dem ich schon einen habe, und zwar eine Farbe dunkler, der Estee Lauder in der Farbe Pure Color Blushing. Der ist sogar noch komplett neu. Das ist komischerweise, ich bestehe gar nicht auf Sheer oder mit Schimmer Lippenstifte. Sind die von Estee Lauder, diese hier, die einzigen, die ich echt gut und schön finde. Ich habe, wie gesagt, noch eine hellere Farbe davon. Das ist jetzt eine dunklere Nuance. Und die sind total schön auf den Lippen. Und irgendwie gefällt mir da der schon mal. Bei anderen gefällt es mir kaum, aber bei dem gefällt mir das. Dann habe ich mir den Schwing von The Balm geholt. Den wollte ich unbedingt mal ausprobieren, der war mir sonst hier mal zu teuer. Und der hat eine super, super coole Moos-Gummispitze. Und das Ding ist eigentlich auch noch relativ voll. Das habe ich mir auf jeden Fall geholt, weil ich mal wieder einen neuen Eyeliner ausprobieren wollte. Dann habe ich mir noch einen von Anastasia Beverly Hills gekauft. Da sieht man aber genau, dass er schon benutzt war. Und das Glambot als Firma, die dann abgeschnitten hat. Wie gesagt, die desinfizieren ja auch alles und kümmern sich darum, dass das alles sauber ist. Dann habe ich mir noch einen Lippenstift von Bobbi Brown geholt. Ja, yeah, und das ist voll der schöne Ton jetzt für den Herbst und Winter. Und zwar ist das die Farbe Pink Mauve. Auch wieder so ein Braun-Mauve-Ton, was ja voll Trend ist momentan. Voll schön. Und ja, Bobbi Brown, wenn ich günstig Bobbi Brown bekomme, dann hole ich es mir auf jeden Fall. Dann habe ich mir noch zwei Illuminator für die Haut gekauft. Einmal den Bronzing Skin Perfector von Becker. Den gab es in einer Mini-Größe, was heißt Mini, es sind trotzdem immer noch 10 Milliliter. Und einfach zum Probieren, weil ich mal Becker-Produkte testen wollte, war das eigentlich perfekt. Das war auch ganz, ganz günstig bei Glambot. Das ist quasi so ein Vorbereit, man kann es entweder gleich auf die Haut schmieren oder unter die Foundation mischen, wovon man so einen Glow bekommt, so einen Bronzing-Glow. Und ja, habe ich noch nicht großartig getestet, aber freue ich mich schon total drauf. Und dann habe ich mir, auch ganz günstig geschossen bei Glambot, die 30 Milliliter Tube von dem NARS Orgasm Illuminator. Und die war echt, echt günstig. Da stand, glaube ich, dass noch 80% voll sind. Aber ich meine, Leute, guckt euch das mal an. Das sind definitiv mehr als 80%. Deswegen auf der Seite sind sie immer sehr, sehr großzügig. Freue ich mich super drüber, werde ich wahrscheinlich auch nie aufbrauchen, weil das so viel ist. Deswegen hier kann man wirklich mal gute Sachen ausprobieren und entscheiden, ist das was für mich, ein Produkt für die Zukunft. Und sonst hätte ich vielleicht gar nicht die Chance gehabt, das zu entdecken. So muss man das einfach mal sehen. So, das war meine zweite Glambot-Bestellung, die bei mir angekommen ist aus Amerika. Und eine Bestellung hatte ich noch. Und die habe ich erst letzte Woche gemacht. Und die kommt von Cosmetic for Less. Also die einzig deutsche Seite, bei der ich jetzt bestellt habe. Ihr merkt, meine Tendenz geht mehr zu dem, was man hier nicht bekommt. Was mich ja, denke ich, auch ausmacht. Und ich habe aber, weil ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen auch brauchte, da bestellt. Und zwar habe ich mir einmal drei Paar, sagt man Paar, ja, ne, das sind zwei, drei Paar falsche Wimpern gekauft. Einmal, weil ich die ausprobieren wollte von Red Cherry, die sind mir aber definitiv zu groß, die werden mir definitiv zu groß sein. Ja, weil ich sehr, sehr kleine Augen habe und auch tiefe Augen und dann dürfen die nicht allzu lang nach vorne gehen. Und die sahen im Internet irgendwie kleiner aus, also Von Leni Lash wollte ich unbedingt mal welche ausprobieren, hatte ich noch nie. Und da habe ich mir jetzt einmal das Paar geholt. So eine ähnlichen habe ich jetzt auch gerade drauf, also dass es hier an der Seite dicker ist und in der Innenseite weniger Wimpern sind, habe ich jetzt gerade drauf von XO Beauty. Aber wie gesagt, das wäre eine günstigere Alternative, wenn die wirklich so gut sind. Mal sehen, wie die so sind. Und dann habe ich noch diese hier von Leni Lash. Also auch sehr, sehr dichte, buschige. Wollte ich auch mal ausprobieren, wie das so bei mir aussieht, wirkt. Dann passend dazu habe ich meinen absoluten Lieblings-Wimpernkleber. Ich glaube, ich werde in meinem Leben nichts anderes mehr benutzen. Und zwar der Duo-Wimpernkleber, aber diesmal in schwarz. Also wie gesagt, das ist für mich der beste Wimpernkleber, obwohl ich noch nicht viel ausprobiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das wird bei mir auch nicht mehr kommen. Die 10 Euro sind das mir definitiv wert. Dann noch ein Produkt, was ich unbedingt brauchte, und zwar verkauft Cosmetic for Less Sigma Pinsel. Einer der besten Pinsel, die es auf dem Markt gibt eigentlich, qualitativ. Sind natürlich auch nicht ganz günstig, aber immer noch ein bisschen günstiger als MAC. Und ich habe mir jetzt hier bei Sigma, weil ich ihn unbedingt brauchte, so ein Small Angle Brush geholt. Also ein kleiner, angeschrägter Pinsel. Einerseits, weil ich gucken wollte, ob der besser ist für die Augenbrauen oder weil ich auch mal endlich mal, weil ich es noch nie gemacht habe, mit dem Gel-Eyeliner aus dem Topf sozusagen, Eyeliner ziehen, Wing ziehen. Ob ich das kann, weil das weiß ich gar nicht. Weil ich schon wirklich, seit ich jetzt sozusagen Make-up benutze, eigentlich immer so einen Stift genommen habe und
Aber deswegen brauchte ich einen guten Brush dafür und dafür braucht man auch einen guten. Das ist ganz klar, einer, der nicht ausfranst und einfach eine schöne Qualität hat. Und dafür ist Sigma wirklich prädestiniert. Dann, weil ich es unbedingt ausprobieren wollte, mein letztes Produkt heute für dieses Video. Ja, nach dieser ganzen Zeit quatschen und quatschen. Ich kann mich selbst schon nicht mehr hören. Einfach, weil ich jetzt mal eine andere Lösung ausprobieren wollte. Ich liebe meine Beauty Blender wirklich sehr, aber ich habe halt auch sehr, sehr Gutes von denen hier gehört und wollte sie unbedingt mal ausprobieren. Und zwar sind das die von Real Technique. Miracle Complexion Sponges. Ich bin mal gespannt, ich habe sie noch nicht getestet, aber mal sehen, ob sie meine Beauty Blender übertreffen oder nicht. Ich habe auf jeden Fall viel Gutes gehört oder gesehen, auch auf Videos bei anderen YouTubern. So, meine Lieben, das war eine ganze Menge Zeugs. Ich weiß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sowas gibt es in Zukunft dann immer mal wieder, wenn ich, sag mal, was angesammelt habe. Ich sammle das dann mal alles, was ich neu bestellt habe, damit ich es nur für euch abfilmen kann. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal ein Like da, darüber würde ich mich super freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag.